So, und schon hier mit einem Stargast heute, nämlich live in the house hier, DJ Katrin. Schon hier mit einem Stargast heute, nämlich live in the house hier, DJ Katrin. Ja. Sitzt heute hier neben mir und vielleicht kannst du ja mal meinen Zuschauern erklären, du hast hier den coolen Slogan drauf, never trust a DJ who can dance. Genau. Du kannst nicht nur tanzen, du kannst auch sensationell singen, das heißt, du bist eine DJ, die sowohl singt als auch auflegt, richtig? Genau, das ist wichtig. Ja, ich finde es einfach wichtig, dass wenn, also als Rechner, als Frau tanzt man super gerne und wenn ich weiß, zu was ich mich selbst bewege und gerne tanze, dann ist es für mich auch leicht, das andere zum Tanzen zu bringen. Und deswegen finde ich diesen Spruch einfach so geil passend. Ja, wenn DJ tanzen kann oder Rhythmus im Blut hat. Total gut. Wo trifft man dich, wo kann man dich auflegen sehen? Wirklich sehr oft bin ich auf Events unterwegs, also von Hochzeiten bis Geburtstage, Firmenfeiern, Messen, mehr im privaten Bereich, weil ich einfach diese Abwechslung liebe und mich einfach nur auf eine Dinge spezialisiere wie Haus oder so. Ja, was ist deine Stilrichtung, wo man sagt, dafür steht DJ Katrin? Tanzbarer, geiler Mix aus 80er bis aktuelles Tanz, das liebe ich. Sehr, sehr cool. Und wir blenden natürlich deine... Hast du eine Webseite? Ja, klar. Ja, pass auf, wir blenden deine Webseite ein. Wir blenden deinen Instagram-Account hier unten in der, wie meine Tochter mal, Infobox soll ich sagen. Ich soll nicht mehr in den Beschreibungen, weil meine Tochter sagt, ich soll Infobox sagen. Also in der Infobox blenden wir auch deinen Instagram-Account ein. YouTube-Kanal hast du auch, oder? Habe ich auch. Und wir verlinken dich auch. Dein YouTube-Kanal verlinken wir auch. Und nächstes Event, wo man dich live sehen kann, wo findet es statt? Heute Abend. Heute Abend im Roten Jäger übrigens. Im Roten Jäger, bekannt von genau. Christian Rach, Rachs Restaurant Schule, so hieß es damals. Ja. Wird das noch von ihm getrieben? Weißt du das? Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe davon jetzt nichts mitbekommen. Ja. Aber heute haben sie irgendwie eine Vorstellung von einer neuen tschechischen Brauerei. Mhm. Und quasi gleichzeitig Weihnachtsfeier und dann bin ich heute sehr cool. Im Einsatz. Also am Gendarmarkt, wenn ihr das seht, wird es wahrscheinlich ja, wahrscheinlich. Aber gestern. Dann war es gestern oder vorgestern. Genau. Also Katrin, vielen Dank, dass du heute uns mal beglückt hast, weil meine Zuschauer wollen ja auch mal hübsche Frauen, nicht nur mich. Ja, und deshalb freuen wir uns natürlich immer, wenn wir so tolle Gäste haben. Danke, dass du da warst. Sehr gerne, hat mich gefreut. Und wieder zu Hause hier im Homeoffice. Und jetzt hat der Postmann gerade geklingelt. Und wir wollen mal gucken, was er uns gebracht hat. Dazu habe ich schon mal vorbereitet. Ein handelsübliches Messer, liebe Kinder, bitte zu Hause nicht nachmachen oder nur mit Begleitung von Erwachsenen. Und jetzt wollen wir mal schauen, was da drin ist. Und was haben wir? Tada, tada, tada. Die erste Lieferung von unserem neuen Firmen iPhone X. Sagt man iPhone X? iPhone X, iPhone Xs. Und das werden wir jetzt mal aufmachen in einem kleinen Unboxing. So, dann wollen wir mal schauen, was die Firma Apple uns so geschickt hat. Das hat jetzt tierisch lange gedauert, weil ich habe das natürlich wie viele andere über einen meiner treuen Kunden und einen meiner Lieblingsprovider, nämlich die Telekom, gleich am 1.
Bestelltag am 27. Oktober schon geordert und heute ist das erste von zwei Telefonen angekommen. Und wir haben ja heute den 5. Dezember und so lange hat es gedauert, aber ich hoffe, das Warten hat sich gelohnt. Zack, zack. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie das Ganze in live aussieht. Wuhu, wuhu. Das ist jetzt hier die Silbervariante. Die ist zuerst gekommen und dann warte ich auch noch auf ein, wie heißt es, Space Grau. Space Grau ist die zweite Farbe, die noch geliefert wird. Das soll aber noch 2 Wochen dauern. Und ja, jetzt werde ich das mal anschließen und dann kann ich endlich nach, glaube ich, 4 Jahren, mein uraltes iPhone 6 austauschen gegen dieses nagelneue iPhone X. Und here we go, wir haben jetzt knapp 45 Minuten später und es ist soweit. Mein nagelneues iPhone X oder iPhone X ist konfiguriert und die ersten Bedienungsminuten, muss ich sagen, wirklich sehr cool, sehr intuitiv, mit dem Face ID klappt sehr, sehr cool. Die einzelnen Gesten sind auch sehr, sehr leicht zu erlernen. Eigentlich gibt es nur 4, die man können muss. Und ich werde mich jetzt mal ein wenig intensiver mit diesem Telefon befassen. Und die Frage ist, soll ich mal ein echtes Tutorial machen oder soll ich mal ein Unboxing-Video machen? Also Unboxing haben wir es jetzt schon, aber soll ich etwas intensiver auf das Telefon eingehen? Schreibt mir gerne einen Kommentar hier runter. Lasst mich wissen, ob euch sowas interessiert oder ob ich mal anderes technisches Zeugs vorstellen soll. Zum Beispiel kriege ich oft mal die Frage gerade über Facebook gestellt, womit ich denn überhaupt diese Vlogs aufnehme, wie ich schneide. Also wenn das auch jemand interessiert, gerne hier unten reinschreiben. Und ich telefoniere jetzt erstmal ein bisschen weiter und gucke, ob ich noch irgendwelche Einstellungen verändern muss. Und ja, denkt dran, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar hier unten und fragt mich, was ihr wissen wollt. Schreibt mir keine Mails, sondern fragt hier den Kommentar. Hinterlasst mir einen Daumen hoch und natürlich nicht vergessen, drück auf Abonnieren, drück auf das Glockensymbol, weil dann verpasst du nichts mehr und bekommst weiteres cooles Zeugs von mir hier auf meinem YouTube-Kanal. Bis dahin, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao, dein Ilja.